bin da schon voll. Mir rennt ein Zombie, mir rennen zwei Zombies hinterher. Was ist, wenn ich hier durchrenne? Hier ein Zaubertrick. Ja, einer hat... Die rennen ja genau hin... Oh, Leute, das sind irgendwie viele. Da liegt eine Leiche. Da liegt nochmal eine Leiche. Oh, das ist ja toll. Ist ja echt schön hier. Hier will ich bleiben. Oh, nichts gespawnt. Er liegt noch da, sein Puls ist stark. Vielleicht hat er, keine Ahnung, irgendwie... Ich weiß nicht, ob der tot ist oder nicht. Was? Ja, ja, der Wittmann hier, der mit dem Helikopter saß. Oh, da kommt ein Zombie hoch. Okay, ich gehe weg. Oh, ich bin tot. Oh ne, ich hab's überlebt. Jetzt bin ich auf dem Hausdach, toll. Mich hat ein Zombie gerade von der Leiter runtergeworfen. Was ist, wenn ich hier hingehe? Hab ich's überlebt? Ja, yeah, hier, Zaubertrick, ne? Und tschüss, Zombies. Da liegt nochmal eine Leiche. Ups, oder? Was geht denn hier ab? Da drinnen liegt nochmal eine Leiche, okay. Ich fühle mich ja nicht sicher. Ich lasse den jetzt erstmal hier liegen, weil der schreibt mir auch nicht zurück. Also Wittmann, falls du das siehst, zufälligerweise, ich wurde gekickt, tut mir leid. Oh, da wird Und weil du mir nicht zurückschreibst, muss ich dich leider hier erstmal liegen lassen. Die haben doch alle nichts, das ist doch alles der Anfang, oder? Ja. Ja, ja, naja, trotzdem ist es scheiße, also... Ja, nee, ich hab's jetzt nicht mit dir, hier liegen über Leichen her von irgendwelchen Spielern. Ja, ich denke mal, die werden sich killen lassen, weil... ja, nee, halt doch nicht in Ballotta, hallo. Alter, dieser ja, Drecksombie. Weil sie in die Dings kommen wollen. Gleich in Elektro oder so. Ach Quatsch, nee, nee. Weil du hast hier, kannst dich geil equippen, ohne Spaß. Also hier geht's richtig ab. Normalerweise. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gefunden. Mal gucken, was das ist. Im Tower habe ich leider nichts gefunden. Okay, der Zombie ist weg. Warum auch immer. Ah, 3 M9 Magazine. Und eine M9? Lol, ich habe eine Waffe. Cool, die war auch dabei. Okay, ich habe eine M9. Welcher Spieler will einen aufs Mal? Ah, Quatsch. Morphin habe ich gefunden. Das war die Ekelungschuss, ich weiß es. Boah, geh mir doch nicht auf die Eier. Also ich habe eine Waffe. Das ist schön. Mit 4 Magazinen sogar. Wir hatten nochmal jetzt schnell durch die Factory. Also ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Factory. Du bist da noch oder was? Wow. Nee, nee, ich bin auf dem Weg. Da liegt nochmal eine Leiche drin. Oh, ich bräuchte Bandagen. Ich habe nur noch, habe die letzte gerade geopfert. Also jetzt mal echt hier. Also hier liegt zwei Reifen, eine Engine, eine Scheibe. Im Nebengebäude liegt eine Engine und eine Scheibe. Was ist hier los? Das ist ja krank. Jetzt muss ich die ganzen Spieler nochmal durchsuchen. Fuck, ich brauche unbedingt irgendwie... Was ist denn hier drin? Ah, ne. Keine Lust, jetzt das alles wegzunehmen. Ich brauche eine Bandage. Sonst geht's mir so wie dir. Am Arsch doch. War ich hier vorher schon bei der? Scheiße. Okay, bei der war ich schon. Ah, da ist ein Zombie. Oh ne, oder? Also mir kam bis jetzt noch keiner entgegen. Keine Ahnung, wo die hin sind. Vielleicht haben sie sicher ein ruhiges Plätzchen gesucht oder so. Ich gucke jetzt mal weiter. Also ich habe ein Problem. Ich habe jetzt keine Bandage mehr und ja. Aber dass mich jetzt, wenn ich da drüben bin, oder soll ich auf dich warten? Na, du brauchst du das so ewig. Ja, ich gucke gerade in der Factory, ob ich jetzt irgendwie Bandage oder sowas finde für dich. Hier liegen zwar 30 Spieler gefühlt, aber ja, keiner hat eine Bandage dabei für mich.
Und ich habe schon wieder einen Zombie am Arsch. Also ich schieße jetzt hier auch echt ungern rum, ehrlich gesagt. Das will ich jetzt... Auf mich wird geschossen, willst du mich verarschen? Ich hoffe, du wolltest mich retten von einem Zombie. Alter! Alter, auf mich schießt ein Sniper vom Berg ganz oben, oder was? Nee, jetzt. Drisch mich nicht. Schieß deine Munition. Alter! Okay, ich bin gleich tot, höchstwahrscheinlich. Alter Schwede, das schießt er scharf. Dein Platzpatron wird er nicht schießen. Ich höre immer, wenn er schießt. Bewege ich mich immer. Ja, du musst eher zickzack ein bisschen laufen, dann kann er dich eigentlich schwer treffen. Ja. Renn an der Küste Richtung Ding, Balotta. Ja, ich bin unterwegs an der Küste. Ich habe jetzt auch eine Axt gefunden, ich jetzt in diese komische, hinter der Factory ist doch diese Fabrik, nein, nicht Fabrik, aber ja, die Halle. Diese Lagerhalle oder was es ist. Da renne ich erstmal rein und mich mit der Axt aus. Ich habe den Zombie weggekriegt, ich glaub's gar nicht. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Weil hinter mir sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5, ach nur 5 Zombies. Naja, oh mein Gott. Ja, komm jetzt lieber, gib Gas. Ich will jetzt nicht, dass dieser Fixnaber mich jetzt hier kriegt. Wisst ihr? Den kann ich ja von hier unmöglich sehen. Der hat irgendwo vom Berg oben ausgeschossen. Der zieht genau hier runter. Ich würde gerne ins Lager reingehen, aber ich bin mir sicher, dass er dann wieder auf mich schießt. Welches Lager? Weißt du, das kleine Camp. Ja, dann fängt er wieder an auf mich zu schießen und kommt näher. Ich weiß nur die Richtung, wo er ist. Ich weiß es nicht, wo er genau ist. Ja, wenn nicht, würde ich immer rumlaufen und dann irgendwie versuchen, ob du irgendwo triffst. Ja, weil aber ich glaube, mit deinem M9 ist es ein wenig dumm, so, weißt du, das ist... Ja, du, wenn er da oben liegt und durch seinen Scope guckt, dann sieht er dich nicht. Du musst dich durch... Muss ich aber ganz weit umlaufen, ja. Ja, ein bisschen Arbeit macht es schon, das stimmt. Das hat sich nach einer... geilen Sniper auf jeden Fall angehört. Kannst du aber nicht definieren. Ich glaube DMR war es kein, also. Ich will jetzt in das Lager. Ich gehe da rein, ist mir egal. Ja, da bin ich ein ruhiges Ziel, wenn ich auf diesen Ding oben bin. Ja, wie mache ich das am besten? Einfach im Zickzack reinrennen. Ne, ich wollte mir jetzt eigentlich nicht sichtbar entgegenlaufen. Ich wollte ganz außen rum eigentlich irgendwie. Ah, ich bin ja auch schon im Balotta. Cool. Ja, wenn was auf dich schießt, dann würde ich zickzack laufen. Na komm, scheiß drauf. Vielleicht finde ich ja eine geile Sniper oder so, und dann scope ich zurück. Mein Freund. Hallo? Von irgendeinem hohen Berg hast du gesagt. Ja, links über den, praktisch. Von dir aus gesehen, links über... Ja, hier ist das Airfield. Ding. Ja, links über den, ich kann mich gerade voll gar nicht konzentrieren, ja. Schon wieder Zombies nämlich hinter mir. Über diesen Hangars, links oben dran. Alter, warum sind hier überall Zombies? Gute Frage, ja. Ah, ausgetrickst. Das Problem ist, ich muss ja da oben drauf. Und wenn ich jetzt oben drauf gehe, dann schlägt er mich einmal in den Blut durch, oder wie? Ja, das könnte theoretisch passieren. Hier sieht mich keiner. Komm schon. Boah, wenigstens was zu trinken. Oh ja, nimm deine Waffe, genau. Ich habe eine kleine Pistole gefunden. Bloß nicht schlagen. Super Painkiller. Was habe ich denn hier noch gefunden? Ich habe eine G17 gefunden für dich. Cool. Okay, das klappt gut. Liegt auf den Türen, kann ich dir ja, auch mal zeigen. Ganz ehrlich, wer liegt sie oben mit einer Sniper hin? Ist ja nun überhaupt nicht jetzt der Pudu, jetzt nützt denn die Abquote Maß. Alter, die M9 haut ja gar nichts, soll ich die G17 nehmen? Ich habe wahrscheinlich keine Munition mehr, würde ich geben.
Oh, Mann. Ah, ich glaube, ich hab. Echt? Oder zumindest die Zombie da oben in eine Richtung. Ich glaube, ja, ich glaube, ich ihn gesehen. Hm? War es wirklich links oben in Hangars? Ja, 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 auf jeden Fall. Ah, komm, scheiß drauf. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf euch Zombies, ohne Spaß. Komm mit der Waffe hier hin, hätte ich... Bist du in den Hangars drin? Nein, nein, ich lauf gerade wieder hin. Ich will den jetzt eigentlich einkreuzen, ich will den wegholen. Nervt mich jetzt. Na, wenn du hochguckst, links an den Hangar, siehst du auf dem Berg so eine Steinformation oder was das da ist. Und da ungefähr Zombies hingerannt. Also ich denke mal, dass der da in der unmittelbaren Nähe ist. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel Munition ich noch für die Waffe habe. Ah. Okay, ein bisschen was habe ich noch. Ich hätte gerne ein bisschen durchsucht, aber das ist scheiße, wenn da die ganze Zeit Zombies ist. Da brauche ich jemanden, der es ablenkt. Weil ohne Bandage habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das zu riskieren. Mit Bandagen wäre es mir egal, aber... Nee, so nicht. Ja, ist er Richtung Tscherno oder in die andere Richtung laufen? Na, Richtung Tscherno. Also oh ja, scheiße, er schießt wieder auf mich. Oh, nö. Siehst du, wo der her schießt? Ja, auch noch nicht mal. Bist du wieder bei den, Ich bin bei den Hangars und er schießt ganz schön auf mich. Ich bin tot. Ne, ich habe mir was gebrochen. Ich weiß nicht, wo der ist. Warte mal! Hier war was. Ja, ich habe ihn gerade im Visier. Achtung. Ich hatte ihn gerade im Visier. Oh, Mann. Wo ist er ungefähr? Na, von der Hangars, wenn du weiter Richtung Tscherno laufst, links bei den nächsten Hallen war er gestanden. Ja, weiß, mit Pistole ist keine Chance, der Kegel. Drehst dich um oder willst du erstmal abhauen? Steht der gar nicht auf dem Berg, oder? Nee, das ist runtergekommen. Auf jeden Fall hat gerade was auf mich geschossen, richtig hart. Achso, ich muss ja escape. Also Leute, ich mache hier mal einen Cut, bis gleich. Tschüss. Und willkommen zurück. Diesmal bin ich gespawnt in Drakon und Mr. Don Paolo ist noch unterwegs und spricht, glaube ich, gerade mit irgendjemand. Kann das sein? Ja, voll cool. Ich wurde von irgendwelchen dummen Zombies attackiert und er hat mich einfach mal so bandagiert. Voll cool. Also es gibt doch noch nette Menschen hier in Daisy. Also ich renne jetzt hier auf dem Airfield rum, wo du gestorben bist. Auf mich ballert nichts mehr. Der war da in den Hallen hinter auf jeden Fall, also... Weiß nicht, kannst du mir nicht erklären. Haben dann nur gesehen, wo ich dann schon mit gebrochenen Beinen auf dem Boden lag. Ja, komm jetzt. Also ich weiß nicht, also es kann ja vielleicht sein, aber ich kann mit der Axt natürlich nichts gegen den daneben. Ja, das Problem. Ja. Oh, jetzt muss ich zweimal auf W drücken, wenn ich renne. Kann man das nicht irgendwie umgehen? Ja, indem du doppelt Shift drückst, glaube ich. Hinter oder rechte Maustaste. Okay. Ich habe jetzt Zombies hinter mir, also... Ich bin jetzt gleich, ich bin in Elektro auf jeden Fall. Ich bin bei Drakon gespawnt. Drakon ist, glaube ich, in Nähe von Elektro. Oh, jetzt muss ich jedes Mal zweimal drauf drücken oder was? Oh nee. Ja, entweder doppelt Shift drücken oder. Ja, was war's? Oder manchmal ist es auch die rechte Maustaste. Oh ja. Hier habe ich gerade Steuerungsprobleme. Das war alt, genau. Da ist jemand. Hey! Oh, da eine Waffe. Oh, nee. Also anscheinend habe ich mehr Glück mit den Leuten wie du. Wo ist denn da eine Waffe? Ich weiß nicht, ob der freundlich ist. Ne, der hat keine Waffe? Was hat denn der? Oh, da eine Axt. Und tschüss. Irgendwie ist das voll verschwommen, wenn ich hier links und rechts guck. Alter, geh mir das jetzt gerade auf die Eier hier. Also wenn du irgendwo ein Bloodpack findest, küsse ich dir die Füße. Ja, mir stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist es so verschwommen, wenn ich mich im Kreis... Hui! Scheiße.
Dann muss ich mich noch zweimal hier drauf drücken. Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Oh, da ist die Feuerwache. Okay, geh ich auch mal mit. Da geht nämlich der gute Herr jetzt auch rein. Hoffentlich finde ich eine Waffe vor ihm. Ne, da rennt er schon rein. Scheiße. Zu spät. Okay, das sind so viele Zombies, dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal in das Eckhaus vorne gehen werde. Und... Ah ne, da hinten ist der Supermarkt und irgendwo ist hier das Eckhaus, genau. Da gehe ich jetzt erstmal rein. Schau mal. Oh, da kommt nochmal jemand. Hey. Friendly? Ui. Ja, ja, friendly. Da kommt nochmal einer, der friendly. Hier sind voll viele Leute. Der eine hat eine Waffe, der andere hat eine Axt. Ich habe noch gar nichts. Oh, hier, da hat echt eine Waffe. Wieso rennt mein Typ jetzt nur noch zur Seite? Warte mal kurz, die helfen mir gerade. Ah, thanks. Danke. Alter, so ein blöder Wichser. Der eine wollte mir helfen, wollte mir die Ding geben, eine Waffe. Wo da lag, hat gesagt, ah, Makarov für dich. Und der andere, wo hinter mir stand mit der Popcorn, hat mich abgeschossen. Und er so, don't shoot. Und, oh, Mann. Ich vertraue niemand mehr. Nee, der wollte mir helfen und der andere wollte irgendwie nicht. Der hat mir dann in den Rücken geschossen mit der Pump. Ich hatte nichts, toll. Gerade gespawnt. Ja, ich habe gerade wirklich auch das Steuerungsproblem, also der rennt immer nach links, keine Ahnung warum. Steuern ja. Jetzt nochmal neu. Also Leute, bis gleich.